Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Greta Silva und hier geht es um drei Punkte, worauf es bei Schönheit wirklich ankommt, in meinen Augen. Es nützt dir alles nichts. Nicht das ebenmäßige Gesicht, die schönen Lippen, die kugelrunden Augen oder die wallenden Haare, wenn du zynisch bist, wenn du verbittert bist, wenn du ja sogar übellaunig bist. Man sieht es uns an. Also wenn die Mundwinkel nach unten gehen oder so. Wir haben alle unterschiedliche Herausforderungen oder ja, sagen wir mal, Eigenarten mit auf den Weg bekommen. Aber was wir dann daraus machen, aus unserem Gesicht, das liegt bei uns. Und das heißt für mich, bei Punkt 1 geht die Schönheit wirklich innen los. Also das strahle ich aus. Das merkst du, wie dein Gegenüber mit sich selber im Reinen ist. Und schau da mal bei dir, was ist es da, was du da vielleicht mal liebevoller anschauen kannst, wo du mit dir selber ja Selbstliebe üben kannst. Das sieht man, das macht dich schön. Das ist ein ganz wichtiger Punkt beim Thema Schönheit. Der zweite Punkt ist etwas bei der äußeren Schönheit, was wir täglich beeinflussen, was sich ändert. Also ich kann das am nächsten Tag sehen, wenn ich Zucker gegessen habe, wenn ich Weißmehl gegessen habe, das ist sichtbar. Meine Haut ist schlaff, müde, grauer, wie auch immer. Also da auf unsere Ernährung zu achten, ist wirklich ein ganz, ganz springender Punkt. Also Zucker habe ich dann irgendwann, also ich behaupte ja, ich bin zuckersüchtig gewesen, mit Cashewmus und Rohkakao und dann immer noch wieder verfeinert, habe ich aber an anderer Stelle schon erklärt, ersetzt und kam dann raus aus dieser Zuckersucht. Also da zu gucken, was füge ich denn meinem Körper zu, wo kann er denn die Energie hernehmen? Ja, ich weiß, wir haben es schon 100-mal gehört und ich muss mich auch jedes Mal erinnern, wenn ich zu Hause bin, kriege ich das ganz gut hin. Trinken. Also für mich 3 Liter am Tag, also Wasser, Tee und so etwas. Also es sollte also nicht ein Süßgetränk sein oder so etwas. Also unsere Ernährung, dann aber auch Schlaf, Bewegung, also frische Luft und sowas alles. Der Spaziergang am Meer, sage ich mal, ist tatsächlich auch sichtbar. Wir wissen das alle, aber ich fasse das hier jetzt nochmal zusammen. Das war also der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, ja, was äußere Schönheit tatsächlich ist, mag dir etwas befremdlich vorkommen, aber du hast es vermutlich auch schon erlebt. Wenn du eine Person ganz schrecklich findest, weil die so hart ist, so ein Wüterich oder so, dann wirst du die vermutlich hässlich finden. Also der liebevolle Blick macht einen Unterschied. Ich weiß, das ist jetzt etwas schwierig vielleicht, aber schau doch mal, wie du dich selbst betrachtest. Ich weiß, dass ich an mir immer nur Kritik geübt habe. Mein Körper sollte am Anfang so aussehen wie der von Marilyn Monroe, dann von Twiggy, dieses Waschbrett, dann was weiß ich, was dann alles für Moderichtungen kamen. Und natürlich entsprach er dem nie und ich war immer unzufrieden. Wenn ich in den Spiegel guckte, war ich unzufrieden. Ich habe noch nie so versöhnt mit mir selber gelebt wie jetzt. Es zu akzeptieren, zu sehen, jeder ist anders, jeder ist einzigartig und ob kugelrund, aber mit sich zufrieden und mit sich im Einklang, die Person ist schön. Also da ist so viel hier drin, was für eine Brille wir uns aufsetzen, ob wir die Kritikerbrille aufsetzen oder den liebevollen Blick. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir merken das, wenn wir verliebt sind, glaube ich. Vielleicht sagen wir auch manchmal vom Sprachgebrauch, ja, der ist so auf den zweiten Blick schön oder so. Kennst du vielleicht auch. Das entspricht nicht dem, was weiß ich, 0815 Schönheitsideal, sondern der liebevolle Blick, diese Verbindung, die du mit diesem Menschen hast und diese Verbindung auch mit dir selber hast. Also, es gibt viele Punkte, wo
wo du etwas für deine äußere Schönheit tun kannst. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Tschüss.